Herzukommen. Ich dachte, ich zeige mal, wieso man momentan mich nicht mehr Makana laufen sieht. Das hat den einfachen Grund und jeder, der mit dem Titel etwas anfangen kann, weiß auch, was ich jetzt meine. Und zwar, ich laufe Shugokana oder man nennt es auch Makana für Shugos, um Devanion-Skills zu kriegen. Das heißt, ich laufe nicht mehr Makana, nicht mehr im eigentlichen Sinne. Und normalerweise mache ich das auch nicht mit meinen Main-Accounts, sondern eigentlich mit Twink-Accounts, die 80 sind. Aber gerade bietet es sich an, damit ich, falls ein Buch kommt, ich auch umloggen kann und ihr weiterhin was sehen könnt. Ich lade mal eben kurz meinen Aushilfen ein, den man eventuell noch kennt als meinen Gladdy. Und gehe jetzt hier rein in die Instanz. Ich mache es auf dem Server. Normalerweise könnte ich auch Server weit, das würde gehen. Und ich gehe jetzt hier einfach nur rein. Ich schaue, ob ein Schuko da ist. Wenn nicht, gehe ich raus, gehe erneut rein. So einfach ist das. Wir können mal ganz kurz schauen, ob ich einen Jaspers habe. Dann hätte ich nämlich keine Seelenkratze. Das wäre um vieles praktischer. Ich glaube, ich habe hier. Da habe ich einen Jaspers. Perfekt. Dann habe ich nämlich keine Kratze und dann ist es ein bisschen angenehmer. Aber es geht auch ohne Jaspers. So ist nicht. Also, das klappt genauso gut. So, dann müssen wir einmal hier kurz hinterporten und dann springen wir mal eben hier hinten hoch. Es ist kein Schuko da. Oh, doch, es ist ein Schuko da, aber es ist der kleine Schuko. Das heißt, ich muss jetzt hier rüberkommen. So, ich muss ihn jetzt eigenständig töten. Denn ob dieser Schuko Loot hat oder nicht, kann ich erst sehen, wenn ich ihn getötet habe. Das ist der Vorteil, dass ich auf dem Painter drauf bin. Denn nur der goldene Schuko hat immer. Moment, wie ist der Loot? Also super. Er hat nur immer garantierten Belohnung drin und der hat jetzt kein Buch drin. Okay, das heißt, ich brauche nicht auf meinem Main loggen. Schade. Und das heißt, ich kann jetzt hier die Gruppe verlassen. Jetzt müsste ich wieder Ewigkeiten warten, bis die. Also, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, bis man rausgeportet wird. Aber es bietet sich gerade so schön an, weil ich, wenn ich hier drin bleibe, wenn ich hier drinnen bleibe, sterbe ich nicht. Und dann habe ich noch volle TP, wenn ich gleich rauskomme. Wobei ich gerade ordentlich Schaden gekriegt habe. Ist ein bisschen uncool. Wir setzen uns mal hin. Nee, aber ihr könnt ihr mir sagen, lauft ihr Makana für Shugos oder lauft ihr Makana, um Kina zu kriegen? Ich meine, natürlich könnte ich auch, wenn ich dann auf meinen Main logge, den Run in dem Sinne abschließen. Aber das ist anstrengend. Na? Guck mal hier. Makana-Shugo-Käufer online. Es ist halt genau das, wenn du einen Schuko hast, kannst du ihn verkaufen. Und ich werde auch häufiger gefragt, wie macht man den Kina? Ja, über so etwas. Dann ist aber die Frage, also du kannst theoretisch mit deine vier Runs mit allen 12 Stars machen und hast keinen einzigen Shugo gehabt. Das hier ist eine Glückssache. Das hier ist auch eine Sache, wie viele 80er du hast. Ne? Umso mehr Account, umso häufiger ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es hast. Ja, wie lange hat das jetzt gedauert? Ich lade mich mal, ich lade gleich mal aus wieder in die Gruppe, dann kann ich das sehen. So. Ja, eine Minute. Ja, das geht, oder? Eine Minute, kommt das hin? Ja, nee, warte. Ich kann das sehen, weil ich die Gruppe verlassen habe. Doch, ein bisschen mehr als eine Minute und 10 Sekunden. War jetzt zwischen diesen Runs dazwischen. Nee, also, ich würde mich ja freuen, wenn ich für den Main kriegen würde. Und theoretisch kann ich ja 5 Makana-Entries sowieso pro Woche wegmachen, wenn ich eine Goldbarren Schokorolle da Makana-Rolle kaufe. Das wäre ganz gut, aber man muss halt erstmal so viele Bücher kriegen. Und umso mehr Bücher, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal. Schon wieder ein Schuko. Was ist los? Ich glaube, ich sollte immer aufnehmen. Aber das Problem ist, der Schuko ist auf der anderen Seite und ich bin jetzt hier. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir nehmen mal unser Second Life-Ding. Latschen hier einmal rumherum und ich bin wirklich nicht gut im Rüberspringen. Also gar nicht gut. Bringt mir das hier was gegen ihn? Ich habe keine Ahnung. Machen wir kurz Damage Reduce ein. Wir müssen mich da vorne hin zu dem Schuko. Das einzig Gute, der Schuko. Oh, das war gut gesprungen. Der Schuko ist unten und wenn der Schuko unten ist, ist das sehr viel einfacher. Der Schuko ist nicht unten. Wenn der Schuko unten ist, ist es tatsächlich unangenehm. Ich weiß, man spielt Painter gar nicht mehr so. Egal. Bin gerade ein bisschen überfordert mit meinem Painter. Ich sollte vielleicht mit Tastatur spielen, das ist für mich einfacher. So, und wir hatten wieder kein Buch drin. Okay. Ungünstig. No. Also selbst wenn ich gerade Glück habe, dass ich Schugos habe, aber ich habe halt nur die roten Schugos und die roten Schugos haben nur eine Chance darauf, ein Buch zu haben. Wenn ihr euch fragt, wie würde das ablaufen, um das Buch auf dem Main dann zu kriegen, ihr müsst umloggen. Ne? Ganz einfach, ihr müsst umloggen und dann warten, bis der Loot aufgeht. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr jetzt nicht unbedingt, ich habe jetzt das Problem, dass ich auf dem gleichen Account bin, das heißt, ich muss sowieso die, ich glaube, 3 sind es Minuten warten oder nee, Moment, bis es Open Load offen, ich sind jetzt 10 Minuten, die man warten muss? Halt bis Open Loot aufhört. 10 Minuten müssen es sein, ne? Schaut in die Kommentare. Es hat garantiert gerade jemand geschrieben, der gesagt hat: Oh, wie kannst du nur so dumm sein? Mir fällt es gerade nicht ein. Ich meine Open Loot wird nach 10 Minuten auf.
Und wenn du die Hand reinpackst, ist es schneller. Oder sind es nach 15 Minuten und Hand ist 10. Es könnte sein, dass nach 15 Minuten offen ist und nach Hand sind 10 Minuten. Muss aber auch nicht sein. Also ich gebe euch darauf keine Garantie. So oder so, ihr müsst dann halt mit dem Main in die Instanz kommen. Und das Schöne ist, wenn es ein goldener Schoko ist, muss ich nicht mit meinem Twink den Schoko töten. Dann halte ich mir die Instanz auf. Eventuell muss ich dann gerade mit Aushitten reingehen? Ich weiß es gar nicht. Aber das tut ja nicht weh. Ne? Ich meine. Nee, ich sollte weiterhin. Die Gruppe bleibt ja bestehen, wenn ich jetzt mit Fabulous nicht aus der Gruppe rausgehe. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Komm her. Von daher. Nee, und es ist halt die Frage, ich weiß, Epic Loot gibt ja mittlerweile. Was ist es? Ich glaube, eine legendären VZ, wenn man. Nee. Stigma VZ, wenn man 24 Mal Makana läuft oder 12 Mal. Auf jeden Fall super viel. Jetzt haben wir aber keinen Schoko. Okay. Gebt euch den VZ. Und also theoretisch, wenn ihr die Instanz abschließen würdet. Und es gibt die Box, wo ihr den Insignia rauskriegt. Aber ich denke mir so. Wieso ein Insignia, wenn ich in dem Sinne sechs Insignia äquivalent zum Buch habe? Natürlich, es wäre am besten, wenn ich das Buch machen würde und die Instanz abschließen. Das steht außer Frage. Aber da müsste ich entweder mit zwei Chars gleichzeitig spielen. Es ist unangenehm als Klasse, die sich nicht healen kann. Also es geht definitiv. Auch vor allem mit meinem Gearstand habt ihr nur legendär an, dann also schafft ihr es nicht alleine. Aber vom Schaden her geht es, den man kriegt, aber es ist wirklich unangenehm. Und dann ist die Frage, ob man sich so doll anstrengen möchte. Man kann natürlich dann auch noch mit jemand reingehen, der sich nicht die Mühe macht für die Bücher und dann den Run abschließt mit euch. Das geht natürlich auch. Vor allem, wenn es halt ein goldener Schoko ist. Bei den roten Schokos ist es immer ein bisschen lästig. Also die roten Schokos sind blöd. Um es mal nett auszudrücken. Also, bin ich kein Fan von. Goldene Schokos sind halt viel einfacher. Goldener Schoko, du siehst ihn, du lockst um, du tötest ihn mit dem Main, du musst nicht warten, bis er offen ist, gar nichts. Ihr könnt natürlich auch, was einige machen, die nicht so doll hinter den Büchern her sind, dass sie auch die normalen Schokos mit dem Main töten. Aber ihr habt ja gesehen, ich hatte zwei normale Schokos und kein Buch. Das wären zwei verschwendete Runs gewesen, die weg wären. Deswegen, da muss man immer ein bisschen überlegen. Komm, hopp, hopp, hopp. Aber es ist keiner. Das heißt, der Char hier ist durch. Der hat alle vier Runs jetzt gemacht. Und ich müsste jetzt, ich kann jetzt, ich muss nicht, aber. Ja, super. Ich wollte mich eigentlich gerade umloggen. So, ich kann jetzt mich umloggen auf einen anderen Char von mir und genau das gleiche Spielchen nochmal machen. Und glaubt mir, Leute, am Mittwoch seht ihr viele Leute, die das machen. Oder auch noch am Dienstag dann, um die Runs schnell fertig zu machen. Und ich kann es euch auch nur empfehlen. Na, was nehme ich denn da? Was hat ein halbwegs Gear? Das ist den. Der hat halbwegs Gear, glaube ich, meine ich. Ich muss meine Chars mal irgendwann equippen. Also. Ja, für einige ist das unverständlich, wieso meine Chars immer noch nicht equipped sind, aber ich bin halt wirklich unglaublich entspannt, was das angeht. Ja, der Schmuck bräuchte er mal, aber der Rest ist. Er hat zumindest was an. Das ist schon mal. Wenn er was anhat, schafft er es, den zu töten. Bin ich gefragt, wieso hat der 8 Stunden Jaspers? Das ist noch von uralt, wo es so ein 60-Stunden-Ding fürs Leveln gab, glaube ich sogar. Weiß ich nicht. Der hat immer noch das Ding. Schon eine Zeit lang. Und dadurch wenige Kosten ist gut. Definitiv. Das ist sehr viel praktischer als nach dem Tod die Seelenkerze wieder zu kaufen. Oder wenn ihr in der Instanz sterbt, was durchaus der Fall sein kann, ist es unangenehm. Aber jetzt laden wir wieder unseren lieben Aushitten ein oder Ausschitten. Je nachdem. Ah, ich fand den Namen immer noch gut. Ihr habt ja eben gerade gesehen, ne? Das sind noch die, die sinnvoll bei mir benannt wird. Ich habe auch Kelpie, also mit Doppel-E. Wenn ihr irgendwann mal ein Kelpie andersrum geschrieben seht, außer Kelpie Shot und Kelpie Tech, das sind auch meine. Das andere bin ich echt. Welcome, Deva. Vor allem SMs habe ich definitiv nur noch Kelpie mit 2E. Und den bin ich dabei, dass der leer gemacht wird und gelöscht wird. Und dann ziehe ich mir dafür einen anderen Char auf den Main-Account. Übrigens, ich hasse das Doppelgeporte hier. Das hängt irgendwie mit der Videosequenz zusammen. Das ist halt super. Ein Schmuckler. Super nervig. Moment, ist der Schmuckler hier? Ja, ist er. Aber komm, komm, hoch mit dir. Komm. So. Ein bisschen gemogelt jetzt hier mit dem Rüberspringen.
Das Gute ist, dass die Schugos selber keinen Schaden auf euch machen. Das heißt, ihr könnt da mit den übelsten Gammeltwings rein. Hauptsache, diese Gammeltwings sind irgendwie in der Lage, Damage zu machen und die ersten paar Hits unten zu überlegen. Aber ihr seht ja, also mein Painter, der darf jetzt nicht zu weit weglaufen, danke. Mein Painter ist halt, Painter sag ich schon. Mein Ether-Tech ist halt, hallo, A2? Ah, das A2, wow. Wow, das habe ich noch nicht mal umgelegt. Ist halt definitiv keine Damage-Kanone. Ich weiß noch nicht mal mehr. Irgendwo habe ich doch hier noch einen TP-Leech. Ich weiß noch nicht mehr. Na, das ist es auch nicht. Das da vorne ist der Buff. Aber ich und Painter, ne? Bei mir ist es gerade irgendwelche Skills klicken, weil ich hab. Wow, ihr wisst gar nicht, welches letzte Mal auf diesen Char war. Okay, der ist komplett leer. Noch nicht mal Platinum-Kuben, die ich aber auch mittlerweile voll habe, um echt zu sein. Also, da habe ich genug PvE-Schokos gehabt, als dass ich die voll habe. Aber hey. Mit Ether-Tech rüberpupsen geht ganz gut. Ich nenne das ja immer rüberpupsen. Das heißt ja so nicht, aber wie heißt das überhaupt? Ja, Rapid Rush, okay. Rüberpupsen. Es sieht ein bisschen danach aus. Der Ether-Tech hat den Vorteil, er kriegt halt schnell wieder TP. Habe ich vielleicht irgendwas anderes an... Nee, das ist halt vernünftig Gear. Ich war mit dem letztens ja die Minion-Instanz, die war gut. Das müsste ich mal häufiger machen. Und immer schön... Ja, wo ich das hier sehe, immer schön Luna wöchentlich hier mit euren Chars laufen. Das ist wirklich wichtig. Viel mehr an Stigma-VZs kommt die halt nicht. Das ist definitiv sinnvoll zu machen. Weißt, ich wollte gerade dafür sorgen, dass ich mehr Platz im Inventar habe. Jetzt habe ich weniger Platz. Okay, das ist ein bisschen blöd gewesen. So, jetzt passt es relativ. Ich sehe, ich muss ja noch einiges tun im Inventar. Aber hey, es funktioniert zumindest. Ich meine... Mich würde es mal freuen, wenn ein Buch kommen würde, aber auf der anderen Seite hattest du dann endlich mal wieder Zeit auf den Twinks. Und ja, das hier kann wirklich lange dauern. Also es kann sein, dass mein gesamter Account kein einziges Buch hat. Und dann muss ich einen anderen 80er-Account suchen oder 80er-Char. Dann kommt zum Beispiel ein Aushitten hier ran und geht in die Instanz. Ich glaube, Aushitten hat immer noch das alte Gear anzunehmen, bei, muss ich mal gleich gucken. So kommt das eins nach den anderen und das kann durchaus lange dauern. Wenn du Glück hast, sind es 4 Run, 4-mal Gold, Schuko, fertig. Kann ich eigentlich so und dann... Wow, wow, okay, ich gehe nur als erstes mit dem Ether-Teich. Das ist ja so viel angenehmer, darüber zu springen. Du brauchst ja nur gegenspringen und kurz hoch und dann bist du ja schon oben. Aber es ist kein Typ drin, leider. Also ihr würdet die Meldung, in dem Moment, wo ihr euch hier bewegt, kurz danach wird die Meldung ausgelöst, dass ein Schuko da ist. Wenn dann nicht die Meldung kommt, ist auch kein Schuko da. Deshalb also braucht ihr nicht dann noch Ewigkeiten in der Instanz warten. Der erscheint nicht nachträglich. Da braucht ihr gar nicht erst darüber nachzudenken. Also wäre natürlich schön, wenn es der Fall wäre, aber ist es nicht. Ist es nicht, ist es nicht. Keine Sorge. Ihr verschenkt euch damit nichts, wenn ihr einfach sagt, nö. Okay, da kann ich leider nicht komplett leer machen. Schade. Hier ist auch noch Zeug für den Main, sehe ich gerade. So ein paar Sachen, die man wegdissen kann. Oh, warte, den könnte ich theoretisch verkaufen. Diese sind die alle handelbar. Ja, aber es sind alles die schlechten Steine, also so ist nicht. Ja, Hauptsache auch noch den Minion-Stein. Finde ich gut. Total unnötig. Oh Mann, meine Twinks. Ich glaube, ich werde sie equippen. Es ist nicht schön. Wenn du... Es wäre für viele Events und Co. und auch allgemein, umso mehr Chars du bespielbar hast, umso mehr Kina kannst du potenziell erzeugen. Und das wäre schon sinnvoll, wenn ich dort... aber auf der anderen Seite, ich spiele momentan sehr wenig. Das mag man nicht denken, aber ja, doch wirklich. Ich meine, schaut nach draußen, wir haben super Wetter. Und dann überlegt man echt, ob man jetzt... spielt. Man ist halt dann abends online und abends wiederum. Man braucht ja auch Gruppen für Sachen. Oh, das war jetzt aber ein angenehmer Sprung. Hauptsache, ich komme mit dem hier super rüber und wir haben halt einfach keinen Schoko. Mann, das ist schade. Wir können mal eben kurz uns hier, das habe ich noch nicht gemacht mit dem hier, Makana hoch... Warte mal, ist ja sortiert. Makana hervorheben. So. Ist halt nicht alphabetisch, deswegen ist es ein bisschen so, wow, wonach ist das sortiert? Das Gute ist, wenn ihr kein Goldpaket habt, für euch funktioniert das hier genauso. Also ihr könnt auch Makana 4-mal betreten. Das mit dem Nicht-Looten, Loot offen lassen, auf dem Main überloggen, das klappt genauso. Das ist praktisch. Also das ist 100% genau das Gleiche und damit ist es sehr, sehr einfach für euch.
Also da gibt es keinen Vorteil für Leute mit Goldpaket im Vergleich zu Leute ohne Goldpaket. Natürlich, der Vorteil, der existiert, ist zumindest, wenn du jemals mal ein Goldpaket hattest. Wir haben 12 Chars. Ohne Goldpaket kannst du 2 erstellen. Auf der anderen Seite, es gab schon häufiger mal, dass 7-Tage-Goldpakete oder sowas rausgegeben wurden. Und dann hätte man theoretisch alle 12 Chars einfach erstellen können. Man muss sie ja nicht direkt leveln. Das sehe ich auch so. Wir hatten jetzt erst vor einem Monat oder so ein 7-Tage-Goldpaket, das rausgegeben wurde. Also hin und wieder kommt mal eins oder ein Goldpaket irgendwann mal kaufen. Und dann die 12 Stück erstellen. Und man muss ja dann kein weiteres aktives haben. Aber man macht es halt einfach wirklich mit vielen Accounts. Das geht auch. Man kann nämlich so viele Accounts erstellen, wie man lustig ist. Man kann sogar mehrere Accounts auf die gleiche E-Mail laufen lassen, möchte ich euch mal sagen. Das klappt nämlich auch. Irgendwann gibt es dann die Meldung nach dem Motto, also dann wird der Account einfach direkt schon gebannt, weil man, weil es die, großer Schmuggler, großer Schmuggler, großer Schmuggler, weil es die Vermutung gibt, dass es Bots sind. Na, also es. Kann ich bitte wieder nach oben? Ach super, ich wurde hier sogar runtergepackt. Das ist halt richtig scheiße. Ist aber nicht schlimm, das ist sowieso der letzte Run von dem. Also ist nicht schlimm, dass der gerade eben gestorben ist. Ich muss sowieso umloggen auf einen, auf dem Main, weil der große Schmuggler hat definitiv drinne. Und die Instanz sollte offen bleiben, wenn ich rausgehe. Wenn nicht, tut mir das gleich richtig weh. Dann habe ich nämlich ein Buch verloren. Was schade wäre. Aber das sollte klappen. Ich meine, die Instanz bleibt offen, weil nun mal die Gruppe offen bleibt. Also sie sollte offen bleiben, nicht lange. Also ihr könnt nicht dann unbegrenzt lange nicht innerhalb der Instanz sein, aber an und für sich ist diese Gruppen-ID offen und sollte auch noch eine Zeit lang offen bleiben. Natürlich muss jetzt Aushitten KP einladen, nicht andersherum. Wenn KP Aushitten einladen würde, würde die Gruppe sich neu bilden und dann bin ich, dann ist doof. Aber wir müssen jetzt gleich, Moment, ich lade mal eben mich ein. Invite KP. So, wir müssen jetzt die Meldung kriegen, dass Makana geöffnet ist. Und jetzt müssen wir aber mal eben natürlich zu Makana hin. Wir sind nämlich irgendwo am A der Welsh. Wieso ist da Schubo? Nee. Ach nee, außer in Markierung, alles gut. War gerade minimal verwirrt. Weil wir so nah an einem Altar sind. Und dann hätte es sein können, dass theoretisch der Schugo mir angezeigt wird. Das wäre natürlich praktisch gewesen. Und ich hoffe, dass dieses Buch, was wir dort gleich erhalten, auch klappt. Das wäre nämlich echt schön. Ich habe einen Zehner und ich hab ein paar Neuner, die ich. Oh, Tinnitus, ouch. Die ich haben möchte. Ist das in-game oder ist das auf dem Ohr? Das ist definitiv auf dem Ohr, okay. Ungünstig. Ja, nur kurzes Rauschen, alles super. Sonst ist das Ganze mal offen. Wir sollten uns eventuell mal kurz hochwaffen. Ist einfacher mit Transformation, die Sachen zu töten. Ich weiß auch noch nicht, wo der ist. War der eigentlich unten oder? Okay, der ist links. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich hier rüberkomme. So. Das war jetzt einfach. Ich habe letztens, also ich habe mal ein paar Tage es überhaupt nicht hingekriegt, rüber zu springen. Das war echt blöd. Aber wie gesagt, goldener Schoko, 100%. Ist es viel, viel angenehmer, mit einem goldenen Schoko den zu töten, weil ich kann den Main rüberholen und Main ist Main und Main ist fertig. Ja, da ist die Kiste, die kann alle außer den Gekaske geben. Na, Gekaske. Und ich glaube, der Uralte kann hier auch nicht rauskommen, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall haben wir was anderes gekriegt, eins, den ich nicht, der mir nicht wichtig ist. Wir könnten überlegen, ich habe einen Plus-10er. Plus-10er, wisst ihr ja, können nicht weiter nach unten gehen, dass ich den auf den Plus-10er draufhaue, weil mir mein Gekaske es nicht wert ist. Also ich werde keine 4 zusammensammeln, fusen und eventuell den hier rauskriegen. Das ist Verschwendung. Da versuche ich es mit dem hier. Hoffentlich geht's auf 11. Wenn nicht, waren die Bands gerade verpufft, nennen wir es mal so. Ja, sehr schade. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch meine anderen 3 bis 4 Runs. Na, ich kann ja. Das ist ja das Lustige. Es gibt ja nicht nur die normalen 4 Runs, sondern du kannst ja auch für Shugo, was nicht auf dem Inti. Also, es ist nicht wirklich Inti, aber Instanzen sind trotzdem nicht Shugo-Goldbarren-mäßig. Kannst ja immer noch hier für wie viel? Für 3. Für 3, also für einen Tag, die kaufen und das ist ja. Das kann man mal machen. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dafür dann den Ski kriegt. Na, also definitiv, das kann man ansammeln und dann macht man ganz viele Schokoruns, so viele wie man lustig ist, so viele Schokos, wie man erhält und ja. Wenn ihr euch fragt, wieso ich so viele Stigma fortsetzt habe, ich habe momentan keine Lust, meine Plus-9er-Skills weiter zu plussen und ich warte darauf, dass irgendwann wieder ein Plus-9
erhöht bis 12 Event kommt, das wäre ganz praktisch. Außer ich sammle zu viel Fortsets an, dann werde ich selber plussen. Also bei so 300 sage ich dann, okay, jetzt plusse ich einfach mal. Wohlgemerkt mit Lunashas, also mit meinem ganzen Account 300, nicht mit dem Main. Gott, wenn ich auf dem Main 300 hatte, wow! Ja, aber Shogos Möglichkeit, China zu machen. Übrigens, die, was ich die ganze Zeit nebenbei sage, Luna wöchentliche und die Stigma-Fortsets, das ist auch eine Möglichkeit, theoretisch China zu machen, aber die Leute müssen euch vertrauen. Ihr braucht kein Goldpaket dafür, weil man Stigmen auch ohne Goldpaket hin und her handeln kann. Aber ich glaube nicht, dass bei unbekannten Namen jemand auf einmal sein plus 9er, plus 12er, wie auch immer, Stigma euch in die Hand gibt. Das könnte ein bisschen schwierig sein, wenn ihr kompletter Anfänger seid, dass ihr dort ein Stigma in die Hand bekommt. Und es sind halt auch nicht solche Mengen an China, die ihr damit erzeugt. Auch nicht bei den Shugos. Das ist relativ. Aber es ist zusätzliches China, was viele verfallen lassen. Was doof ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wir sehen uns.